Hi, willkommen zurück zur vierten Folge von The Mage Seeker hier auf meinem Kanal. Ich bin der Doomsday. Schön, dass du eingeschaltet hast und mich weiterhin begleitest auf der schönen Reise mit dem Mage Seeker alias Silas. In der letzten Folge haben wir die Nebenmission gemacht. Und ja, das war der Turm, wo es ziemlich tief in den Keller ging. Und in dieser Folge werden wir uns der Hauptmission jetzt widmen, da wir im Moment keine andere Nebenaufgabe haben. Also, sobald es wieder welche gibt, machen wir wieder Nebenaufgaben. So, würde ich sagen, legen wir los. Ja, ich bin irgendwie ein bisschen höher jetzt, weil ich die Kamera jetzt ein bisschen höher gesetzt habe. Oh, mal schauen, wie das so ist. Mikrofon läuft, alles klar. Dann legen wir los mit der Hauptmission. Den Hinweis zufolge ist Kara in der Küstenstadt Clarinbucht. Die dortige magiesuchenden Festung ist gut verteidigt. Infiltriere sie und suche im Verlies nach Leilanis Mentorin. Und da werden wir jetzt weitermachen. Let's go! Man muss sagen, das Spiel gefällt mir echt gut. RBYX. Da passiert irgendwie nichts, wenn ich das drücke. Können wir nochmal gucken. Clarinbucht, finde Kara. So, RBXY. Macht das? Was macht denn die Karte hier? Okay. Also es ist ziemlich straight, das Spiel. Das hat keine Open World. Was ich bei so einem Spiel eigentlich auch ganz gut finde. Weil man weiß sonst eh nie, wo man hin muss. Es ist wie bei Dead Cells und weiß glänzend weißer Marmor und Hochnäsigkeit. Clarinbucht ist so. Ja. Nicht so wie bei Dead Cells und hier Salt and Sanctuary, wo man irgendwann nicht mehr weiß, wo man hingehen muss oder kann. Gut, wenn man auf die Fresse kriegt, weiß man, dass man da nicht weitergehen sollte. Sie zerstören die Stadt. Tricks Magier. Ja, hinter euren Türen habt ihr große Fresse, aber rauskommt tut er nicht. Haben wir nicht genug gelitten? Ich fühle mich irgendwie so groß. Wegen euch ist alles verwüstet. Ah, hier kommt ein Kampf, man sieht's ja. Oh, ein neuer. Aua. Der hat mich stumm gemacht. Ey, deine Fähigkeit will ich haben. Ich kann die nicht klauen von ihm. Wie viel? Oh, ich habe. Oh, nochmal zurück. Ich habe ja noch einen neuen Magier-Slot, den wir ja in der letzten Folge gekauft haben. Ich hatte da vergessen. Wir machen hier rein. Das ist mit dem Boden, gell? Machen wir erstmal Eis. Feuer. Feuer und Eis erstmal. Ach, ich muss ja auch noch hin und her switchen. Das ist aber ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Okay. Das hätten sie ein bisschen anders machen können mit einer anderen Taste oder so, aber okay. Was sagt denn die Karte? Oh, was? Es ging noch nach oben? Moment. Tatsache. Hab ich gar nicht gesehen. Scheint bestimmt nur Kisten zu sein. Das kann natürlich auch sein. Aber nee, das Geld müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn wir wollen ja irgendwann mal richtig OP sein, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Und ein Vögelchen und noch eine Kiste. Als Kind wollte ich mich mit einem Schiff in einem auf einem Schiff verstecken. Mein Gott. Die Freiheit der See so nah an einem Gefängnis, das macht mich krank. Muss mich mal erkundigen, wie viele von diesen kleinen Vögelchen es überhaupt gibt in dem Spiel. Ne?
transparent die geworden sind. Haut ab. Oh, was bist du? Oh, neuer Gehilfe. Hilfe. Ich habe dich beobachtet, du bewegst dich so anmutig. Ich bringe dir gern bei, dich in Einklang mit dem Wind zu bewegen. Ich arbeite mit ein paar Rebellen, wir könnten dich gebrauchen. Du hast ein Auge für große Freuen. Für Größe. Freund, führe mich hin. Und neues Mitglied. Neuer Gesetzlose. Wenn er eine Hauptmission zugewiesen wird, gewährt er Sildes wilder Tritt. Ah, oben sieht man den dann. Ah. Ach so, wenn ich mich ranziehe, ist das gewesen. Ah, verstehe. Also kriegt man durch die neuen Gehilfen halt neue Kombos. Ziemlich neu. Indem man einfach hier links langläuft. Okay. Geld? Na ja, damit. Ich bin ja hier unten. Ich gucke die ganze Zeit oben. Der macht Probleme. Hesbeth könnte ihn gebrauchen. Zum Labor mit ihm. Ist das nicht eine Sie? Nee, wir sollen ein Exempel statuieren. Na dann, macht mal Platz. Der Weg ist versperrt, ich kann ihn nicht retten. Aber andere schon. Ja, komm ich nicht hin. Das war die Kombo. Das Verstummt ist echt gemein. Ach, der war gut. Weiß ich, was ich von dem Wechsel da oben halten soll. Das ist schlecht. Die sind gemein, die Typen. Echt. Oh, warte mal, ich bin nochmal zurück. Gab's da noch irgendwas hier? Ja, dachte ich mir. Wie gesagt, wir brauchen jedes Rubinchen, was wir kriegen können. Bin vor allen Dingen auch mal gespannt, wie lange das Spiel überhaupt geht. Wirklich viel Schaden machen wir aber auch nicht mehr, oder? Na doch, 3 Schaden mehr. Verlangsamt. Ah, das ist von dem anderen. Okay. Das habe ich jetzt zum ersten Mal eingesetzt. Was man alles Neues lernt. Ups, falsche Taste. Das irgendwas bringt, diese ganzen Zettel zu lesen. Ich glaube, ich muss mich mal heilen, ne? Sei denn? Ja. Also sie beten die verhüllte Herrin an. Die Anwohner brauchen auch Wunder. So. Hauptmann Verena. Aber wenn ich das alles auch noch vorlesen würde, glaubt mir, dann könnte ich pro Tag nur eine Folge aufnehmen. Wäre doof. Diese dummen Windmagier. Gut, dass die Kette keine Magie ist.
auf mit deinem komischen Gebälle da. Rechts oder links? Wir gehen nach rechts. Bist denn du? Ein Gegner. Aber rechts ist nichts. Aber hier ist was. Kiste? Ja. Mist, ich wollte nicht mal gucken, ob die Kisten angezeigt werden. Hab ich immer noch nicht gemacht. Finde das Hauptquartier. Also hier sehe ich jetzt keine Kiste. Ich glaube, die werden erst angezeigt, wenn wir sie aufgemacht haben. Diese immer abhauen wollen. Oh, meine Ketten sind besser. Hier haben wir jetzt eine Kiste, wird nicht angezeigt. Oh, warte mal, mein Bild ist genau drüber. Nee, erst wenn man sie aufmacht. Ich denke mal, die fungieren auch als Speicherpunkt, wenn man sterben sollte. Was bis jetzt noch nicht passiert ist. Ah, dann wieder. Ja, zack. So. Lach nicht. So, Geheimgänge gibt? Falls ja, sind sie geheim. Hier geblieben. Kein Mana. Ach. Jetzt. Das Labor muss hier irgendwo sein. Vermute mal rechts. Alles kaputt schlagen. Oh, die sind wieder. Kann ich ja, guck. Okay. Verstecken. Also es gibt Geheimgänger, aber das ist halt. Noch ein Kerker, noch ein Hort der Verzweiflung. Aber halt, storybedingtes Geheimnis. Würde ich jetzt mal sagen. Ui, wieder Kerker. Ich kann von außen in den Bereich nicht angreifen. Aber ihn will ich zuerst. Weich doch aus. Oder sauer ist. Brauche ich das oder das? Aber große Welten, also große Dungeons, sage ich jetzt mal. Oh, was bist denn du? Ist das eine Rüstung? Welcher Irre macht sowas? Ob sich diese Magier uns anschließen wollen, die würden sich in meinem Team gut machen. Du hast recht, diese Magier wollen vielleicht ihr Leben einsetzen.
Der Wissenschaftler Eldred lässt ihn an uns experimentieren. Leute verschwinden und kommen mit schrecklichen Veränderungen wieder. Keine Sorge, er wird bezahlen. Rekrutierung. Auf Mission findest du manchmal Magier, die sich dir anschließen möchten. Sprich mit ihnen, um sie zu rekrutieren. Jeder Rekrut, den du findest, schließt sich einem der Gesetzlosen an, die du mitgenommen hast. Gesetzlose erhalten Verbesserungen, je mehr Rekruten sie erhalten. Aha, interessantes System. Je größer deine Armee wird, desto mehr wächst auch das Versteck. Manche Erinnerungen, Einrichtungen werden verbessert, wenn du mehr Rekruten hast. Außerdem werden neue Bereiche freigeschaltet. Nett. Komm, Freund. Zeigen wir ihnen das wahre Demacia. Fordern wir unsere Freiheit zurück. Verfluchte Magiesuchende. Kommt, verfluchte Magiesuchende. Gefällt mir. Okay. Das ist interessant. Oh, was ist das? Ist das eine Rüstung? Oh, er ist auch hier. Ist das nicht der... Da ist jemand. Hilfe, irgendjemand. Ein Schritt und die Jordel stirbt. Jordel, das ist auch ein Charakter. Oder Volk. Deine Patienten sind mir egal, du nicht. Danke, fieser halbnackter Typ. Ware, hierher. Dann legen wir mal dich auf den Tisch, Hespeth. Komm zurück, Hespeth. Ist mein... Oh, hier gibt es irgendwelche Zettel. Ey, die leuchten doch, aber ich kann sie nicht lesen. Vielleicht. Elektro-Gegner, aber die kann ich nicht befreien. Okay. Noch irgendwas hier? Die geht ja steil. Jordel, warte! Mist, sie ist schnell. Bosskampf. Okay. Ausweichpunkte. Ja, ist auf jeden Fall Feuer. Eis. Boah, der ist ja mies. Ich verstehe den Gegner auf jeden Fall. Ich muss halt angreifen, um Mana aufzutanken, ne? Aber der ist übel. Ist auch nicht so schwer. Kommt wohl immer auch noch Steine runter. Hm?
man sich konzentrieren bei dem Jungen. Also wenn ich hier nicht den richtigen Zauber dabei hätte, wäre es echt schlimm. Keine Heilung mehr. Oh oh. Nein! Bin nicht mehr rübergekommen. Ah, ich verstehe. Aber das erste Mal, dass ich Game Over gegangen bin. Starker Gegner. Ah, er macht viel Schaden. Na, warte. So, er fängt mit Feuer an, also Eis. Bisschen vorspulen. Schauen wir zur zweiten Runde. Das ist echt schwer da auszuweichen, ey. Ich kann nur einen Angriff machen. Mehr sollte ich echt nicht machen. Erstmal eine Phase nur mit Mana sammeln. Das war ja frech. Ach komm. War knapp. Auf weich raus? Ich hab doch gedrückt. War unbedingt mehr Mana, ey. Mehr Mana. Mehr Heiltränke. Steine von oben sind richtig muff. Aber geschafft. Aber eine Nummer, der Junge. Ein Petrizid-Riesen. Obwohl sie Magie heißen, setzt sie Magiesuchende sie gern gegen Magier ein. Der war eine Nummer. Hespeth ist entkommen.
Er war schneller als gedacht. Wäre ich bei Kräften, hätte er keine Chance. Du hättest mich kämpfen lassen sollen. Was macht dein Jordel denn in Demacia? Mein, dieser Name. Es gibt mehr von uns, als du denkst. Wir zeigen selten unsere wahre Form. Hespeth war bestimmt neugierig. Oh ja, er wollte alles wissen. Zu Jordelkräften, warum wir so alt werden, ich weiß es selbst nicht. Aber jetzt ist Jups frei. Ich kann alles tun, überall hingehen. Aber eigentlich habe ich gar nichts zu tun und auch kein Reiseziel. Na, wo kommst du dann wohl hin? Zu uns wahrscheinlich, ne? Ich gehöre zu einer Gruppe Rebellen. Wenn du gegen die Magiesuchenden kämpfen willst, schließe dich uns an. Die Experimente stoppen? Das will ich. Bring mich hin, nackter Kettenmann. Ausgezeichnet. Die anderen werden beeindruckt sein, dass ich einen Jordel gefunden habe. Neue Rekruten. Was denn jetzt? Neue Rekruten. 1 von 15. Eispatrouille. Ach hier. Aha. Aha. Feuerschaden plus. Ah ja, cool gemacht. Oh, da erwartet uns ein großes Abenteuer, würde ich sagen. Bei dem Spiel. Hast du sie gefunden? Ist Kara am Leben? Sie war nicht da und Hespeth floh. Aber es war nicht umsonst. Ich habe uns ein Jordel mitgebracht. Wow, ein Jordel. Ich wusste gar nicht, dass es euch wirklich gibt. Aber ja, wir sind überall in dem, ich hasse diesen Namen, Demacia. Aber selten. Was Jordel und fliegende Katzen angeht, sieht das hier schlecht aus. Hespeth führte Experimente an Jobs durch. Das Labor war voll mit lebenden Experimenten. Was er mit dem Gefangenen macht, würde ich meinem schlimmsten Feind nicht wünschen. Wenn er an Kara herum experimentiert. Wir töten ihn. Vergeltung für das viele vergessene Blut. Vergossene. Vergessene. Wir bringen dich erstmal so unter, Jups. Erzähl mir doch so lange mehr von Hespeths Schrecken. Oh, wieder eine schlaflose Nacht. Ich sollte zu Leilani gehen. Mal sehen, was sie heute von mir will. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Sehe ich mein Geld? Da 1087. Ah, wir reden erstmal mit ihr. Oder? Nee, wir reden erst mit den anderen Leuten. Er hat irgendein Gespräch. Wie ist dein Bruder Ruko? Ist er ein Schmiedelehrling so wie du? Ja, unser Vater hat uns alles beigebracht. Allerdings behandelt er mich immer noch wie ein Baby. Wir haben uns immer gezankt, mein Bruder sagt mir immer, ich sei das nervigste Kind, das er kenne. Also versteht ihr euch nicht? Nicht immer, aber es ist mein bester Freund. Wir haben immer konkurriert, wir stritten uns darüber, wer schneller arbeitet oder die Schmiede schneller befeuern kann. Er hat mich immer gewinnen lassen, ich sollte ein besseres Leben haben, er sollte mich beschützen. Er war nicht immer der liebe große Bruder, aber er hätte mich mit seinem Leben beschützt. Und ich würde dasselbe für ihn tun, ich vermisse ihn wirklich. Ich hatte nie einen Bruder, aber du liebst einen wirklich. Hier hätten wir Magieschaden und hier haben wir mehr Leben. Mehr Leben ist auch nicht schlecht, aber ich kann ihn mir nicht leisten. Was sagst du? Apropos, ich wollte eigentlich nochmal. Option, Einstellung, Grafik wollte ich nochmal was gucken. Auflösung kann bleiben erstmal. FPS. Bleiben wir aber bei 60. Direkt kann man Extras? Was? Skin? Sehe ich jetzt anders aus? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen.
hatte ich doch irgendwie gar nichts, oder? Ha. Aber so richtig Grafikeinstellungen gibt's nicht. Außer die Auflösung. Na gut. Was ist das? Ach jodel. Gefängnis. Wie lange warst du gefangen, Jobs? Irgendwo zwischen der Lebensdauer einer Spinne und einer Schildkröte. Jahre, es kam mir ewig vor. Ich kenne das Gefühl, die Zeit verliert an Bedeutung, wenn man allein in der Dunkelheit ist. Aber ich war nicht allein, ich hatte Hespeth. Wow. Ich sollte meine Kraft auf unterschiedliche Arten nutzen. Er hat mich provoziert. Er hat mir ekelhafte Getränke eingeflößt, von denen mir schlecht wurde. Aber du warst stärker als seine Experimente. Du hast überlebt. Er hat mich alle Kraft gekostet, das Gefängnis zu überleben. Ich wusste gar nicht mehr, was Freiheit bedeutet. Ich gehe es einfach Tag für Tag an. So machen wir Jodel das. Aber jetzt, wo ich daran denken muss, ich hätte gern ein dickes Sandwich. Ich bin dabei. Hintergrund. Ja. Ich weiß eigentlich nichts über dich, Jobs. Erzähl mir etwas. Das ist eine spannende Geschichte. Schwertkämpfe, Verschwörungen, Fluchttunnel, Verkleidung, viele Hüte. Zählst du nur spannende Begriffe auf oder ist das alles wahr? Ich bin über 300 Jahre alt, Heides. Mir ist nichts mehr neu. Okay. Eins hatte ich aber nie. Eine Gruppe Freunde, mit denen ich was zusammen unternehmen kann. Nach Pilze suchen, Pastete essen und Racheplan, sowas eben. Ich schätze, das könnten wir hinkriegen. Wow, du meinst es ernst? Die Rache zumindest, der Rest da wendest du dich vielleicht besser an Leilani. Silas, das wäre toll. Wir werden so viele Pilze finden, ich zeig dir meinen Pilzkorb. Ich kann es kaum erwarten. Ach, deswegen hier Versteck. Bei Ops kannst du herausfinden, wie es um deinen Gesetzlosen steht. Sie werden stärker, je mehr Rekruten sie erhalten. Rekruten verbessern ihre Kombos, Silas Inventarschaden sowie die Station von Verbündeten. Je mehr Rekruten du findest, desto mehr wächst das Versteck. Manche Einrichtungen werden verbessert und neue Bereiche werden freigeschaltet. Ach so. Okay. Ah, da steht die Anzahl, wie viele man braucht. Oh Gott, das sind viele. Aber hier kann ich noch nichts machen. Da fehlen auch bestimmte Leute dafür. Auch für die Schenke hier, wa? Hier scheint auch irgendwann mal was zu sein. Okay. Das dauert wohl noch. Da reden wir jetzt mal mit Leilani. Du bist wach, gut. Ich habe Neuigkeiten. Wir sind nicht alleine im Wald. Unsere Späher haben in den Ruinen von Terbisia ein verborgenes Magielager entdeckt. Und jetzt stell dir vor, Luxana Kronwacht ist bei ihnen. Lax? Also hat sie die Hauptstadt verlassen. Schön für sie. Kennt ihr euch? Wir kennen uns, aber ich habe ihre Kräfte gestohlen, um zu entkommen. So entblößte ich ihr Geheimnis. Wie kannst du eine Adlige wie sie kennen? Lux hat mich immer in meiner Zelle besucht. Vor Monaten. Ich habe keine Zeit, Silas. Egal, hast du, worum ich dich gebeten habe? Ja, das sind die letzten Bücher über Petrizi, die dich finden konnte. Und ich habe dir noch etwas mitgebracht. Teegebäck, du verwöhnst mich, kleines Licht. Ich möchte nur nicht, dass du mehr Ratten isst, als du musst. Du könntest deinen Onkel sagen, er soll da was Besseres runterschicken. Fürst Eldred, ich kann es versuchen, aber er hört mir nie zu. Er ist grausam, aber ich bin die jüngste Kronwacht. Ich kann ihn nicht aufhalten. Das kannst du und das wirst du, Lux. Steh für dich ein. Oder Lax. Du hast eine Macht, von der dein Onkel nur träumen kann. Meistere sie und du bist unaufhaltsam.
Silas, du hast mir so viel beigebracht. Ich wünschte, ich könnte es dir zurückzahlen. Das Leben ist lang, kleines Licht. Eines Tages vielleicht. Ich glaube, eine Weile lang dachte sie wirklich, wir wären Freunde. Aber ihr Bruder Garen hat herausbekommen, dass ich mit ihr rede. Er wollte mich hinrichten lassen. Du hast ihre Fähigkeiten gestohlen und so erfuhren alle von ihrem Geheimnis? Es ging nicht anders. Ich hatte keine Wahl. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, würdest du es wieder tun? Ja, ich weiß, dass ich kein guter Mensch bin, Leilani. Den Luxus hatte ich nie. Den Luxus. Aber dieses Mal würde ich sie vorwarnen und es ihr erklären, damit sie versteht, dass ich nur überleben will. Hoffentlich können wir eine Zukunft schaffen, in der wir füreinander da sind und nicht nur überleben. So einen Ort kenne ich nicht, aber es klingt gut. Übrigens, Jobs sucht nach dir. Sie ist auf dem Übungsgelände. Da war ich schon. Aber was Jobs zu sagen hat und was sie will, oder was wir vielleicht schon wissen, weil wir eben schon bei ihr waren, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet und mich weiterhin begleitet bei dem Mage-Sieger. Und bis dahin sage ich mal, haut rein, euer Doomsday. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.